So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Hier ist eine Wiese, ne? Aber es ist trotzdem Wald, wie man sehen kann. Da im Hintergrund Bäume, auf der anderen Seite Bäume, da hinten Bäume. Ja, müsst ihr mir glauben. So, also, wieder eine weitere Folge. Solidarisches Corona-Quarantäne-Überbrückungsprogramm. Und ich sehe gerade, mein Akku ist leer und das heißt, erst wechseln, dann labern. Okay, jetzt labern. So, folgendes. Ich habe noch rumliegen von der Grönland-Ausrüstungskaufaktion diese Tüte. Und in dieser Tüte ist drin, wie man vielleicht lesen kann, das sogenannte Peronin Plus. Kein Schimmer mehr, wofür das Plus steht. Ist, glaube ich, irgendwann mal überarbeitet worden. Und das ist eine Erfindung von einem Herrn Peroni, glaube ich. Das N muss man weglassen. Das ist ein im Grunde ein Abenteurer, der Arktis-Expeditionen unternommen hat. Inzwischen ist er alt. Ich vermute, er macht jetzt keine mehr. Ist ja auch keine Schande, dass man irgendwann mal alt wird, werden wir ja alle. Ne? Und der wohnt meines Wissens immer noch und betreibt meines Wissens immer noch ein Hotel an der Ostküste von Grönland. Also so an einer der abgelegensten Ecken, die der Planet so zu bieten hat. Und hat sich da quasi zur Ruhe gesetzt. Und ein Hotel, muss man auch sagen, an der Ostküste von Grönland ist dann schon nochmal was anderes als ein Hotel irgendwo sonst, weil sich da im Grunde keine normalen Menschen hin verirren. Da tauchen dann nur Leute auf, die eben irgendwelche Extremexpeditionen vorhaben. Extremsportler, Eisbergkletterer, Leute, die mit dem Kanu im Eismeer unterwegs sein wollen, Eisbär-Safari machen wollen und was weiß ich, was da alles für in Anführungszeichen Verrückte auftauchen. Und Wissenschaftler. So, da der sein Hotel jetzt nicht primär auf die Wissenschaftler ausgelegt hat, vermute ich sehr, wird es ihm wahrscheinlich eher um die erstgenannten Verrückten in Anführungszeichen gegangen sein. Selber hat er auch eben diverse Leistungen vorzuweisen und aufgrund dessen, dass er sich auch viel mit dem Thema, wie ernähre ich mich denn am besten bei Extremtouren, Extremexpeditionen und sonst was, Gedanken gemacht hat, ist er wohl irgendwie, und da finde ich keine näheren Informationen zu, mit irgendwelchen Lebensmittelchemikern, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann, oder vielleicht hat er ja auch mal in seiner Jugend Lebensmittelchemiker gelernt, ich weiß es nicht, ist er aber jedenfalls irgendwann auf dieses Zeug hier gekommen. Und dieses Zeug ist im Prinzip, ja, man darf es schon sicherlich als Hightech-Nahrung bezeichnen. Ich habe ja schon diverse seltsame Nahrungsmittel verköstigt und auch die hocheffiziente Nahrung der Inuit bzw. der nordamerikanischen Indianer Pemikan, was im Grunde ein gestampftes Fleisch mit Fett mit ein paar pflanzlichen Elementen ist, was auch auf eine enorme Kaloriendichte kommt, was super leicht, super klein verpackbar ist, super einfach zu transportieren, sehr lange haltbar. Alles ganz toll. Und das ist halt eher das Gegenteil von Hightech-Nahrung. Mit dem Nachteil, den vermutlich auch dieses Zeug haben wird, ich weiß es nicht, aber wir werden es gleich herausfinden, schmeckt... Schatz, wie schmeckt nochmal Pemikan? Der Hunger treibt's rein. Der Hunger treibt's rein. Ja, genau. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also auf Brot fand ich es eigentlich ganz gut in jeder anderen Form. Beschissen will ich nicht sagen. Ende der Aussage. So. dieses Zeug hier ist jetzt also quasi das andere Ende der Fahnenstange. Es dürfte ungefähr ähnlich effizient sein. Vielleicht ist es sogar noch ein bisschen effizienter. Allerdings besteht es halt nicht aus Fett und Fleisch und ein bisschen Getreide, sondern es besteht aus, ich lese mal vor, soweit wir kommen, irgendwann wird es unaussprechlich, wenn man jetzt nicht einen Doktor in Chemie hat. Molke-Eiweiß-Konzentrat 25%, Sojaöl, Maltodextrin 35,1%. Maltodextrin ist im Grunde auch nur ein Zucker. Maisstärke 9%, ist im Grunde auch wieder ein bisschen langkettiger Zucker. Die Idee ist folgende, Maltodextrin ist so mehr oder weniger, es ist auch nicht direkt Glucose, es braucht schon einen Moment, bis es die Energie freisetzt. Es setzt die Energie auch über einen gewissen Zeitraum frei, der ist allerdings nicht besonders lang.
Maisstärke hingegen setzt die Energie relativ lange verteilt. Relativ, ja. Also jetzt reden wir von ein paar Stunden, ne? Nicht über den ganzen Tag oder sowas frei. Und das ist so die Idee, dass also die Kohlenhydratkomponente dieses Zeugs quasi für sofort ein bisschen Energie, dann mittelfristig und auch langfristig etwas gedacht ist. Denn es ist auch noch Maisdextrin drin, das ist dann also wieder ein Doppelzucker, Maltodextrin, ich weiß gar nicht, ob das, ich meine, es wäre auch ein Doppelzucker, der dann einfach ein bisschen schwerer abzubauen ist, davon 3,4%. Also haben wir quasi in der Zuckerzusammensetzung ein bisschen sofort verfügbar, viel mittelfristig, 35,1%, also dieses Maltodextrin-Zeug, und dann die Maisstärke eben für die langfristige Zuckerfreisetzung, das ist aber noch nur 9%, nur in Anführungszeichen 9%, was da drin ist. Gedacht ist aber auch so, dass man davon drei Portionen mindestens am Tag konsumiert. Wenn man was Krasseres vorhat, dann nimmt man halt 4. Wenn man noch was Krasseres vorhat, dann nimmt man halt 5. Aber das braucht auch halt eben nicht jetzt 12 Stunden anhalten oder was. Das ist nicht Sinn dieser Substanz. Ich weigere mich, die Nahrung zu nennen. Nein. Es ist eine Form der Ernährung, das ist es. Es sind auch 7000 Vitamine zugesetzt, jede Menge Mineralstoffe zugesetzt. Also man kann sich davon sicherlich über einen langen Zeitraum zumindest theoretisch ernähren, wenn man das dann psychisch durchhält. Dann ist Kreatinmonohydrat drin, Aroma, Kaliumsulfat, Trennmittel, Siliziumdioxid, Verdickungsmittel, Guarkenmehl, L-Arginin, das müsste irgendwas aus Alge sein, Joghurtpulver, Milcheiweiß, Magnesiumcarbonat, Speisesalz, Lösungsmittel, Sucralose und Acesosulfam K, Eisen 2, Gluconat, L-Ascorbinsäure, DL-Alpha, Tocopherlyceacetat, Manganglucanat, Nikotin, Tinamid, Zinkoxid, Kupfer, Glucag, bla bla bla, Calcium D, Panto und so weiter. Die letztgenannten Sachen, die sind halt eben dafür da, dass da halt eine wahnsinnig lange Liste an Vitaminen und Mineralstoffen zugesetzt ist. Also das sind keine Nahrungsergänzungsmittel in dem Sinne, dass das jetzt Konservierungsstoffe sind oder Geschmacksverstärker oder sonst was, sondern alles halt einfach irgendwelche Stoffe, die entsprechenden Mineralien, die man haben möchte, in einer Pulverform darstellen können. Im Wesentlichen so. Jetzt kommen die spannenden Daten, 437 Kalorien pro 100 Gramm, das ist nicht schlecht, das ist aber auch jetzt nicht, Schatz, wie heißen die guten Nüsse? Pekannüsse. Nein, die anderen? Macadamia-Nüsse. Ja, Macadamia-Nüsse ist so ziemlich die energiereichste Nuss, die man überhaupt futtern kann. Und damit, wenn man ein echtes Nahrungsmittel, wenn man so will, also ein wirklich 100% echtes Nahrungsmittel auf Tour mitschleppen möchte, dann ist die Macadamia-Nuss mit, ich glaube, fast 800 Kalorien pro 100 Gramm so ziemlich... 700? Okay, 700. Ja gut, reines Fett wäre man dann im Bereich. Ne? Und bei Öl sind wir dann, glaube ich, bei nochmal ein bisschen mehr. Ist ja auch wurscht, jedenfalls. Viel krasseres als Macadamia-Nuss kann man nicht mehr mitnehmen, wenn man nicht direkt an der Butter lutschen möchte. So, und damit... Also damit sind 437, sind zwar oberhalb der magischen Grenze von 400. Ich persönlich habe für mich mal beschlossen, ich nehme nichts mit auf Tour, was weniger, außer es schmeckt extrem geil, was weniger als 400 Kalorien pro 100 Gramm hat, weil sich das einfach dann vom Gewicht nicht rechnet. Dann schleppt man einfach zu viel Essen für zu wenig Kalorien. Kommen wir gleich noch zu. So, dann haben wir Fett, 16,7 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 3,7, also der Rest ist ungesättigte Fettsäuren, das ist an sich eigentlich also sehr schön. Dann haben wir Kohlenhydrate, davon 49,3 Gramm, davon Zucker lediglich 6,2 Gramm, weil Maltodextrin offiziell nicht als Zucker gezählt wird, ist aber im Grunde auch einer. Und Ballaststoffe 3,5 Gramm, die sind deswegen drin, damit überhaupt irgendwelche drin sind, weil der Rest lässt sich mehr oder weniger rückstandlos verdauen. Spoiler, das bedeutet, man muss nicht so viel aufs Klo. Da kommt dann keine Masse zusammen, ne? Also um es mal unappetitlich auszudrücken. Frau verzieht das Gesicht im Hintergrund. Gell, Schatz? Nein.
dann haben wir noch eben 20,8 Gramm oder Prozent, je nachdem wie man will, Proteine, also Eiweiß und noch ein kleines bisschen Salz. Zugegeben, der Salzanteil ist wirklich so niedrig, dass das physiologisch gar nicht mal doof ist. Ne? So, und diese Zusammensetzung, die ist jetzt ernährungsphysiologisch, gerade für Leute, die sportlich sehr, sehr aktiv sind, ungefähr das, was man optimalerweise seinem Körper einfach nur zuführen kann. Ja? Also rein streng wissenschaftlich gesehen. Lecker muss das nicht sein, es soll effizient sein. Ne? Und ich habe keinen Schimmer, wie das schmeckt, noch nicht. Ja? So, dann haben wir noch drin Vitamin E, C, B1, B2, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin, Pantenolsäure, was auch immer. Außerdem Kalium, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen und Jod. So, und das ist toll. Und noch so zwei, drei andere Dinge hier, Kreatin und was weiß ich. Das ist schon ziemlich, also man kann da wirklich, keine Ahnung, monatelang im ewigen Eis mit rumstapfen und sich hiermit ernähren. Ich kann mir schon vorstellen, dass es rein von den technischen Daten her funktioniert. So, und der springende Zug und der springende Punkt und der Elefant im Raum sind 437 Kalorien. Das ist halt eben nicht besonders Bombe. Also es gibt auch Tütenessen, die eine richtige Mahlzeit ergeben und nicht irgendein blödes Getränk. Das gibt nämlich bloß trinkbare Mahlzeit. Ja? Also ein hoffentlich halbwegs schmeckbares Getränk gibt das. Bisschen dickflüssiger. Hoffentlich. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Es gibt also durchaus Trekking-Mahlzeiten, die eben zum Beißen, die auch gut schmecken, also zumindest im Rahmen von Touren sind die teilweise richtig, richtig lecker. Und die haben um die 600, also im Idealfall haben die so um die 600, oft so 550, sowas um den Dreh, wäre also durchaus noch ein bisschen besser. Wer sagt, ich nehme Nussmischung mit oder ich mache mir irgendeine Kartoffelbrei mit Erdnussbutter oder was weiß ich. Da kommt man also schon auf Mischungen, wenn man wirklich kalorieneffizient richtige Nahrung in Anführungszeichen mitnehmen möchte, um die 700. Und bei einer krassen Nussmischung auf die ungefähr vielleicht maximal 800 Kalorien, wenn es... Ne? Nee, Macadamia haben ja 700. Gibt es nicht auch welche mit 750? Hä? Ich meine, es gäbe auch irgendwelche mit 800. Nein! Oh, na gut, dann kommt man halt auf bis zu 700. So, der springende Punkt ist jetzt folgender. Wenn unser Magen hier und Darm und der ganze Verdauungskrempel unter Stress ist, ja, weil wir dauernd unterwegs sind, weil wir ständig körperlichen Leiden und Beschwerden ausgesetzt sind und wie blöd durch die Landschaft rennen oder laufen oder fahren oder irgendwelchen Extremsport oder sonst was betreiben, dann kommt unsere Verdauung leider nicht ganz hinterher mit dem Verdauen, insbesondere bei dauernder Belastung, weil normalerweise soll man ja nach dem Essen ruhen. Ende des Zitats. Und dementsprechend, das ist auch wichtig, damit eben unser Verdauungstrakt in Ruhe seine Arbeit machen kann. Wenn man also ständig durch die Gegend rennt und sich statt gemütlich eine Stunde lang zu essen und dann noch eine halbe Stunde Mittagsschläfchen zu machen, einfach eine Flasche mit diesem komischen Pulver hier reinzieht, dann kommt man ja nie zum Pause machen. Ne? Oder alternativ, wenn man eben nicht dieses Pulver dabei hat, man futtert 7 Müsli-Riegel und rennt sofort wieder weiter. Auch in dem Fall kommt die Verdauung einfach nicht hinterher mit dem Verdauen. Und das bedeutet, dass man unter solchen Extremsituationen wohl scheinbar, und nagelt mich nicht fest mit den genauen Zahlen, vielleicht gibt es auch noch irgendwo andere, aber die ich gefunden habe, waren nur in Anführungszeichen durchschnittlich, und das hängt auch sehr stark vom individuellen Mensch ab, der das macht, 60% der in der Nahrung enthaltenen Kalorien kann überhaupt nur verwertet werden in dieser Situation. Heißt, wenn man 500 futtert, hat man im Endeffekt nur 300 zu sich genommen. Richtig? Danke, für Mathe ist immer Chefin zuständig. Wenn man 1000 futtert, hat man logischerweise nur 600 zu sich genommen. So, und das ist natürlich dann nicht ganz super. Ja? Und jetzt kommt dieses Zeug hier ins Spiel. Dadurch, dass das halt super schnell den ganzen Ernährungstrakt durchfließt, super schnell vom Körper aufgenommen werden kann, kann man hiervon bis zu scheinbar 96% resorbieren. Also von den 437 Kalorien, die da drin sind, kriegst du dann halt auch deine 420 oder was weiß ich wirklich aufgenommen.
Ja, und das ist dann immer noch besser als irgendwas mit 500 oder sogar mit 600 zu futtern, wovon du dann halt eben nicht alles verwerten kannst. Das heißt, das Zeug ist ziemlich außer Konkurrenz, was die Kalorieneffizienz pro 100 Gramm angeht. In so einem Tütchen sind auch 100 Gramm drin. Und soweit alles ganz, ganz toll. Jetzt bleibt nur noch ein Problem. Schmeckt das? Oder kann man das wirklich langfristig konsumieren? Und danke, Schatz. Oh, 718 Kalorien, wusste ich doch. 18 Kalorien mehr Macadamia-Nüsse. Ja. Keine 800. Nein, aber das war eine 8 dabei. Ist gut. Gut, folgendes. Du kannst gerade da bleiben. Ah, nee, du hast keinen Sitzplatz. Gut. Wir haben nur ein Arschkissen dabei. Auf der feuchten Wiese. Ja, auf der feuchten Wiese. Dann kommst du gleich wieder. Außer du willst ein bisschen stehen. Also, das Pelikan hat gereicht. Also das riecht so ein bisschen chemisch vanillig, muss ich sagen. Geschmacksrichtung ist Vanille, es gibt auch noch Schoko und noch irgendwas anderes. Ah, du willst es gar nicht testen? Ja, ich probiere es dann auf Kamera. Ah. weißes Pulver, wenn es Schoko ist, ist es braunes Pulver. Aber mal riechen kannst du. Ja. Ja, wie riecht's? Künstlich. Mhm, das auf jeden Fall. So, und normalerweise soll man jetzt das Wasser in die Tüte kippen und die Tüte dann austrinken. Das ist mir aber ehrlich gesagt zu, das muss jetzt nicht sein. Ne? Und deswegen mache ich das jetzt so rum, dass ich das Pülverchen hier in meine Flasche kippe. Angeblich so bis ungefähr 400 Millilitern, ist aber im Grunde egal, wie viel Wasser man nimmt. Das ist dann halt mal mehr, mal weniger dick, das Resultat. Aber die Menge Wasser sollte ja die Kalorien nicht beeinflussen. Ne? Das wäre schön, wenn man weniger Wasser dazu gibt und dann weniger Kalorien hat. Eine Welt, in der ich gerne leben würde. Ist ganz gut löslich, setzt sich aber jetzt hier doch ab auf dem Wasser. Muss ich dann nachher noch schön schütteln. Ja, das riecht so ein bisschen wie... Ja, ganz schwer zu erklären. Also besonders lecker nicht. So eine ganz billige, künstliche Vanillecreme, würde ich sagen. Ja, stimmt, genau. So. Ja. Nichts verschütten. Das günstigste vom günstigsten von der Billigproduktion. Mhm. So. Machen wir zu. Müssen wir schön schütteln. Das heißt, das sollte jetzt in etwa entsprechen. Einem Zeug, was sonst so um die 700 Kalorien hätte. Habe ich das jetzt richtig im Kopf? Ungefähr, nicht ganz, 680, sowas. Wie viel hat es? 400? Ah, 437. Und du sagst, 96% kann man aufnehmen. Genau. Das wären dann 455. Aha. Was? Warte mal, nee, 437 hat's. 437, ja, Moment. Hier hast du die Tüte, ich teste mal in der Zwischenzeit. Okay. Evelyn rechnet, ich teste. Muss ja mal statt vor. Also das gibt, warte mal, ich mach mal kurz noch mal den Deckel ab. Im Grunde ein weißes Zeug mit der Farbe von Milch. Hier kann man sehen. Riecht nass, jetzt auch nicht unbedingt besser. Ja, ziemlich knapp 700 Kalorien bei 60% Effizienz. Das schmeckt total künstlich. Also ich bin ja wirklich künstliche Nahrungsmittel gewöhnt. Dosenburger lässt grüßen, genau. Aber nee, also wirklich, das ist echt nicht lecker. Also es schmeckt nicht direkt so schlecht, dass man jetzt sagen würde, das kriegst du nicht runter. Und du hast die Flasche ja ruckzuck getrunken, aber es ist echt nicht lecker. Nicht sehr süß, mit so einem fiesen künstlichen, das schmeckt nach Plastik gefühlt. Das liegt nicht an meiner Flasche, da kann man auch andere Dinge... Willst du mal probieren? Wir sind gespannt. Also die 437 Kalorien gibt im Endeffekt bei 96% Verwertbarkeit 419 und das entspricht 700 Kalorien bei 60% Verwertung. Okay. Ja, also diese Werte sind schon überzeugend, aber... Echt? Nee.
Wobei, wenn ich wählen könnte, ob ich Pemikan oder Vesta nehme, dann würde ich mich für Vesta entscheiden. Ja, das ist nicht ganz so. Also kommt drauf an. Pemikan auf Brot würde ich noch bevorzugen. Alle anderen Formen von Pemikan, da würde ich auch ehrlich gesagt lieber das da einmal schnell runtersaufen und danach hat man es vergessen. Ja, die Konsistenz ist angenehm. Also die Konsistenz ist milchig. Der Geschmack ist nicht unbedingt, aber Pemikan ist durch seinen sehr hohen Fettgehalt wirklich gewöhnungsbedürftig im Mund. Also je mehr man trinkt, desto besser wird's. Also ich weiß nicht. Also das ist immer der seltene Moment, wo dir so ein Zeug besser schmeckt als mir. Mhm. Hast du eigentlich wieder Bad Hair Day oder warum bist du nicht vor die Kamera? Ja. Okay, Bad Hair Day. Was denn? Also entweder kommst du jetzt runter und umarmst mich oder gibst mir meine Flasche zurück. Diese beiden Optionen gibt's. Das war ja klar. Ja, gut. Brauchen wir, also ich weiß nicht, ich finde nicht, dass es besser wird. Brauchen wir jetzt nicht künstlich in die Länge zu ziehen. Ich habe keine Ahnung, ob andere Geschmacksrichtungen nicht vielleicht besser schmecken. Muss mal recherchieren, was es da noch alles gibt. Aber das könnt ihr auch selber machen. Also es gibt es im Wesentlichen hier von Track and Eat. Es gibt, glaube ich, noch von nur von Track and Eat. Und es ist auch schweineteuer, also davon mal abgesehen. Also wenn man davon wirklich 3 am Tag trinken möchte oder sogar 4, dann wird das eine teure Tour. Oh ja. Ich glaube, die Leute können sich nach dem Tasting sparen. Gut, aber es ist Stand meines Wissens damit jetzt tatsächlich die Kalorien zu Gewicht technisch effizienteste Form der Nahrung, die es bisher so gibt. Leider aber auch die widerlichste. Prost. Willst du noch? Also, macht's gut. Dankeschön. Und wie gesagt, gesund bleiben. Nicht damit. Und wenn sonst gesund werden. Und bis zum nächsten Mal. Und lasst euch bloß nicht betüxen. Kann jederzeit passieren, wisst ihr genau. Tschüss.